Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Düsseldorf. Ich bin unterwegs mit aka Nobby the Barsch. Trout. Barsch Trout. Also, wir haben eine E-Mail bekommen, wie wir das manchmal kriegen. Mhm. Aber es ist sehr selten, oder? Weniger geworden. Ja. Und in der E-Mail war dann halt jemand, der gesagt hat, hey, möchte der Krämer nicht vielleicht mein Auto mal fahren oder mal angucken? Und normalerweise sage ich immer, pass auf, wir haben nicht so viel Zeit, wir haben ja genug selbst Scheiße zu tun. Mhm. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das ist ganz interessant, das gucken wir uns mal an. Und das Auto ist rot. Deswegen bin ich auch mit. Richtig. Und es ist ein roter Mercedes. Ich glaube, deswegen bin ich auch mit. Richtig. Wie viele rote Mercedes kennst du? Sehr wenig. Ich glaube, das wird der erste sein, den ich so sehe. Aber das ist, glaube ich, der rote Mercedes. Ja. Weißt du immer nicht wer, ne? Du hast es mir vorhin gesagt, aber... Nein. Doch. Nein. Das steht auch im Kalender. Fuck. Ja, dann habe ich dir aber nicht gesagt. Also, ich kann es mir denken. Du kennst das Auto? Ja. Oh. Ja, jetzt weiß ich kenne es. Wo wir parken müssen. Wir sind auf jeden Fall pünktlich wie die Maurer. Steigen aus. Machen wir. Auf jeden. Dann wusstest du das ja doch. Du hast es ja gerade auch nochmal gesagt. Ich habe den Namen nicht gesagt. Doch. Die ja, hast du. Never ever. Doch, hast du gesagt. Gerade im Büro hast du es gesagt. Ach, im Büro. Aha. Heureka. Du bist ja auch öfter hier, ne? Sehr, also schon sehr oft, ja. Wie oft so? Einmal in zwei Monaten? Zweimal? Also einmal im Monat. Muss man mal nachrechnen. Zweimal in zwei Monaten? Ja. Also jeden Monat eigentlich. Okay. Nee, weil das echt geil ist. Okay, also man sieht hier echt coole Sachen und das, ich meine, das wechselt oft auch, ne? Das wechselt auch? Das wechselt oft, ja. Und du? Ich bin... Dreimal in drei Monaten so? Nee, ich würde sagen, zweimal im Jahr. Okay. Nicht ganz so oft. Bei uns hat gerade jemand gewunken, wir sollen nach links gehen. Hier ist eine Tür. Ja, das aber. Da sind hier mal einzelne Firmen, die... Ah, da war Tor auf, jetzt geht Tor wieder zu. Jetzt geht Tor wieder auf. Ah, da. Hallihallo. Guten Morgen. Hi. Hi. Ah, nee. Man macht jetzt so. Hi. Genau. Hallo. Hallo, hallo. Ja, wir waren sehr begeistert von der Mail. Ja? Ja, doch. Habt ihr den jetzt auf hier eigentlich? Nein, ne? Nee, nur mit Termin und ich sag mal so Werkstatt und so, ne? Und wir sitzen hier halt telefonisch, Beratung und Annahme. Und aber klär uns mal ganz kurz auf. Das ist ja so gedacht, dass wirklich mehrere Firmen hier zusammen sich ein Gebäude teilen. Das ist ja nicht nur ein Unternehmen. Nee, also einmal haben wir Werkstätten, wir haben eine Aufbereitung, wir haben Sattler und wir haben hier vier Händler. Vier also, Händler? Genau. Einmal ist das hier Movendi, hier ja. Ist, das sind wir, der mittlere Bereich, plus oben haben wir noch Autos. Und hinten sind zwei, ist einmal Bratke und... Ja, bei Bratke war ich früher mal bei PS-Profi-Zeiten. Okay, okay. Da habe ich 89, ich weiß mir genau, was für ein Auto. Ja, irgendwie sowas bin ich mal gefahren. Und das ist alles jetzt hier von dir? Ja, von uns. Ne? Also wir sind da hinten, das ist eigentlich der Genia, der da rechts kommt. Dem ist Auto SL, das ist der Matthias, mit dem hast du, glaube ich, auch telefoniert. Ja, wenn der wir Fabian. Haben noch gar nicht telefoniert. 355 in grün? Hallihallo, hi. Hallo. Das ist sogar ein neuer Motor. Nee, ohne Airbag-Lenkrad? Ist mit zwei Luftmassmessern, ne? Ja. Aber ohne Airbag-Lenkrad? Das ist Baujahr 96. Aber der müsste eigentlich... Muss mit sein. Muss genau. Mit sein. Okay, ich mach das mal so. Ja, so, Genia. Hallo. Hallo, Sophia. Hi. Hallo. Ja, aber sehr, sehr entspannt für mich, so, wenn das so leer ist. Ja, das ist echt, für uns auch. Das ist ja immer eine Traube. Ja, ist immer echt relativ schwierig. Ja. Was kostet? Ah, 90. Ja. Ja. Ich denke, dass es umgebaut ist. Weil normalerweise muss alle mit schon. 96er, genau. Das ist von Werk schon mit Airbag. Aber sehr schöne Farbkombination. Genau, Farbkombination ist mega. Die Grün mit Braun finde ich auch super. Das ist echt gut. Aber der ist ja gar nicht von uns. Nein, wir müssen hier gucken. In Schwarz? Genau. Was kostet der? 74.000. In Schwarz? Genau. Auch neuer Motor, also auch mit zwei Luftmassen. Also nicht der mit der. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir zeigen erstmal eine Runde, ne? Weil es ist hier gerade wirklich. Ist viel. Ist was. Los geht's.
Du bist schon wieder weg? Ich bin wieder weg. Okay. Danke. Tschüss, danke fürs Reinlassen. Ja, gerne, gerne. Ganz ehrlich, das ist so. Ich war ja schon ein paar, also Nobby ist ja auch sehr oft hier, ich war auch schon ein paar Mal hier. Aber jetzt so leise, so ruhig, ohne jemanden, ist echt schön. Das ist viel, viel angenehmer. Das für uns ist, wir können jetzt mehr Sachen machen, wir können was verbessern, für uns vorbereiten, weil das passiert nie. Ja, am Sonntag hier wie Kirmes. Ich weiß. Samstag, Sonntag kannst du gar nichts machen, weil so viel Zuschauer, das Wahnsinn. Und vom Verkauf her, lohnt sich das wirklich? Ja, wir müssen aufpassen. Wir sitzen auf E-Mails, auf Telefon, wir können online machen. Für Besucher natürlich, wir sind geschlossen, aber online dürfen wir weitermachen. Also nur während der Zeit jetzt, ne? Okay. Nee, aber so das ganze Gebäude an sich, das ich meine, Düsseldorf ist natürlich schon eine sehr kaufkräftige Stadt. Ja. Aber dass hier, dass sich das lohnt, dass man so in der Mitte drin steht, weil ne, hier ist ein Restaurant, ganz viele Besucher. Das ist natürlich auch, glaube ich, für den Verkauf manchmal schwierig, oder? Ich meine, das sind jetzt alles Autos, die mindestens. Oh, das ist schon ein interessanter Preis, sehe ich gerade. Also das weltberühmte Oldtimer Center. Das stimmt. Ja? Und natürlich, wir kriegen hier Kunden, welche kommt nicht zum normalen Autohäuser, welche macht mit Oldtimer. Das ist ein großer Vorteil. Ja? Und hier passiert interessante Sachen. Ja? Wir machen Präsentation zum Beispiel für Ferrari. Die letzte Mal haben wir Online-Präsentation Ferrari Roma hier gemacht. Und die andere Konzept, andere Firma, die Banken sitzt hier. Und insgesamt, dieses Konzept funktioniert sehr gut. Okay, super. Okay. Das sind alles Autos, die ihr so ankauft oder sind auch Kundenaufträge? Gemischt. 50-50, genau. Es gibt Fahrzeuge, welche gehören zu uns, zum Firma. Ja. Und wir haben natürlich Fahrzeuge von Kunden, welche gehören zum Kunden. Auto SI? Auto SL. SL? SL, ja. Was heißt Auto SL genau? Mein Nachname ist Sokolowski, SL, die hört gut aus. Wieso hast du deinen Nachnamen nicht genommen? Die Name läuft seit 20 Jahren schon. Und, ehrlich? Ja, ja. Und ich mache mit Auto seit 2001. Okay. Und damals, weiß ich nicht, die Freund von mir sagte, ja, guck mal, die hört gut aus, Auto SL. Das ist, wir können auch sagen, SL wie Sport-Luxusfahrzeuge, ja, yeah, oder yeah. SL, deine Name, das kann so intern das machen. Und dann so geblieben und das läuft schon seit mehr Jahren. Okay, also zu Verkauf steht aber alles. Ja. Aber der Grund, warum wir eigentlich da sind, ist die Sau. Da müsst ihr mir eben ein bisschen helfen. Ist natürlich kein Originalauto, das Originalauto ist weg. Das gibt es nicht mehr. Genau. Das originale Auto hat nämlich 71, 72 in Spa den zweiten Platz gemacht und dann ist das Auto verschwunden, ne? Glaube ich, nach Belgien oder so ging das. Wurde das an das französische Militär abgegeben und die brauchten ein Auto, das schwer ist und für Reifentest. Und die haben das jetzt dann genutzt, getestet mit dem Fahrzeug und da wurde es anscheinend geklaut, zerstört oder halt kaputt gefahren. Aber man muss sich ja überlegen, da war AMG ja noch nicht AMG. Da war das ja noch. AMG war als Rennteam. Genau, das war ja eine ganz normale Bude, so wie wir auch eine Bude sind. Und jetzt ist AMG das, was es jetzt ist. Ne? Seit 1995 gehört zu Mercedes. Ja. Und seitdem gibt es Replikas. Wie viele gibt es ungefähr von denen? Also Replikas, im Internet sind glaube ich 3 Stück zurzeit. Vielleicht ein bisschen mehr. Also im Internet zum Verkauf, Sammlung, Privatsammlung. Ja, ein paar Autos gibt es schon. Die werden von einer Firma gebaut oder machen das? Es gibt ein paar, was kenne ich, es gibt glaube ich 2 Replika von Werk. Richtig. Ah, okay. Genau, das es gibt Werkreplika, 2 Stück. Dann es gibt von HK Engineering und noch mehr. Ja, das. Okay, ist aber kein 6,8 Liter? Nein. 6,3? So. Okay. Die Originale war 6,8. Ja, die Originale war 6,8. Okay. Ja, Nobby, ist doch ein Auto für dich, perfekt, oder nicht? Perfekt, ne? Auf jeden Fall, ey. Ich wollte gerade sagen, das ist... Aber ist schon ein Schlachtschiff, ne? Ich habe extra Nobby mitgenommen. Wir haben mehrere Kameramänner. Nobby liebt Mercedes. Und Nobbys Autos sind alle rot. Okay. Das ist eigentlich nur eine Person, die mitkommen kann. Aber wir haben noch eine interessante Rot, ja? Mercedes. Also, noch ein Rot Mercedes? Ja. Genau. Steht im Eventhalle. Genau. Können wir gleich zeigen. Was denn für einer? König-Umbau. Ah! Also wolltest du es jetzt zeigen? Verraten, oder was? Okay, aber trotzdem, wir gucken mal eben noch, was es noch so gibt. Also ich würde mir gerne... Ja. Auch interessant. Dann wir haben eine interessante Opel Lotus Omega. Auch sehr interessant. Ja, das ist auch selten Fahrzeug. War nur 900 Stück produziert, insgesamt mit Voxel. Ja, das weiß ich. Ja, wir hatten mal die Idee, sowas zu kaufen als Projektauto. Das Problem ist nur, wenn was defekt geht, ist es natürlich relativ problematisch, da was zu kriegen. Der hatte doch, glaube ich, auch noch eine Einspritzdüse, eine Ansaugbrücke separat und sowas. Das ist alles sehr, sehr
empfindliche Motor. Tuning-Technik halt. Und das funktioniert auch gut, aber wenn was wegfliegt. Gibt nicht Classic Parts. Ist Polen offen. Ja, danke. Ja, aber trotzdem, lass mal da eben rüber gehen. Ja. Bitte. Ist der hier handgeschaltet, der 8? Das ist die Seite, ja. Das sind 380 PS. Ja, ich finde die 8er, einfach 850, 840 ein bisschen langweilig. Interessant, aber nicht so wie CSM. Das ist schon ziemlich cool. Was kostet sowas? Bei 75 liegt ein Preis hier. Was hat der Lancia gelaufen? Lancia über 100, ja. Über 100, aber auch Motor teilweise revidiert. Ja, muss ja. Also das musst du nicht sagen. Also das ist schon gekürzt zum Fahrzeug. Das Auto ein paar Mal Privatrallye gefahren, deswegen hat so... Das auch, das Fahrzeug schon mehrmals Rallye gefahren und das auch. Das kein, ich darf aufmachen? Ja, ja. Das ist kein Sammlerstück, welcher muss abgestellt sein. Von Claudio, ne? Nö, ich kenne noch einen, für den das was wäre. Der liebt das Auto. Da für mich auch. Ist das auch ein echter gewesen, Evo 2? Nee. Also war ein normaler Genau, ganz normale mit Martini-Beklebung, aber das ist kein original Evo 2. Ah, dann ist aber teuer. Ja? Nee, ich glaube nicht. Aber Evo liegt Preise über 200. Wenn gut ist. Genau. Wir waren in Paris dieses Jahr. Letztes Jahr. Dieses Jahr war S4 und Eva Martini-Bekleidung. Ja, die Preise war für beide Fahrzeuge gefallen. Die S4 glaube ich für 100.000. Ah ja, es ist ja 196 PS auch. Ja. Porsche sind Porsche, wir das ist so langweilig. Da sind wir gut bedient. Da haben wir eigentlich alles, was man so braucht. Ich meine, so ein Testarossa, ne? Finde ich wirklich toll. Ist das ein TR? Nee, das ist ganz normal. Das ist der Rosso von einer vom letzten, das 92er Baujahr. Okay. Mit Volllackierung. Okay, also Teresa Rosso finde ich schon cool. Aber wie fährt denn sowas? Ja, das vor 30 Jahren war interessant, aber heute kannst du nicht vergleichen. Und so ein 348 TB? Ja, ist auch immer eher 355 nehmen. Ne? Mhm. Warum gefällt der Ferrari nicht? Weil das Lenkgefühl im Ferrari ist so blind. Ne? Also wenn ich jetzt Porsche, ich liebe Porsche, aber für mich ist Porsche auch schon so in mich integriert. Also natürlich ist ein Porsche das Beste, aber deswegen rede ich gar nicht drüber. Ne? Deswegen finde ich andere Autos gerade viel spannender. Aber ich finde, bei einem Ferrari ist so das Lenkgefühl, das Bremsgefühl und auch die Beschleunigung nicht ganz so geil, so wie der Sound. Also wenn der Sound ist mega fantastisch, da kommt Porsche nicht mit. Aber wenn du auf den Tacho dann guckst, dann denkst du, der Typ schreit gerade ganz Düsseldorf zusammen. Aber der Wagen geht nicht vorwärts. Aber Frontmotor? Diesen Kombi. FF oder Lusso. FF, genau. Sowas alles, das ist schon cool, aber... Vielleicht bei mir liegt mehr im Kopf Renngeschichte von Fahrzeug als... klar, die Standardfahrzeuge vielleicht nicht so interessant, weil aber Rennfahrzeug richtig geil ist. Können Ferraris wirklich ein Rennen fahren? Ja, deswegen sage ich dir. Bei mir liegt vielleicht Hälfte Gedanken von Ferrari nur wegen Rennsport. Okay, aber Rennsport GT oder Rennsport Formel? Beide, finde ich beide interessant. Okay. Ich fahre Nesca, eure Serie. Ehrlich? Ja. Aber ist ja kein Ferrari. Nee, ich meine, ich habe früher 12 Jahre Supersport gefahren mit Motorrädern. Ich habe eigene Team gehabt. Wir sind Deutscher Meister gewesen, 2011 IDM gewonnen. Geil. Und letzte 3 Jahre fahre ich Nesca. Deswegen, ich bin so Hälfte mit Fahrzeuge, Hälfte mit Rennsport. Ja, sollen wir mal eine Runde fahren hier mit, Nobby? Wenn das geht. Ich weiß es nicht, ob es geht. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid ja auch hier. Das alles passt, weil also Mercedes rot. Ich wollte gerade sagen, also Nobby eigentlich. Kann ja nur gut sein. Es wäre ja eigentlich gut. Ja. Und es hat alles TÜV so. Und Nachzulassung hat er, glaube ich, auch gekriegt. Hat Zuhause. Geil, hat Zuhause. Und hat keine Katz, glaube ich auch. Also, was kostet das Auto? Also, die Preise liegt im Moment. Die letzte von Auktion wäre gegangen für 450, aber das war Fahrzeug, welches sehr gut. Wie viel? Für 450. Weil das Original hatte ein Luftfahrwerk. Richtig? Glaube ich. Sehr gute Frage. Weil der hier hat nämlich gerade geguckt, der hat es nämlich nicht. Von Werk ja, ob das Rennen gefahren mit Luftfahrwerk, das weiß ich nicht. Natürlich, wenn 6,3 von Werk, der hat serienmäßig Luftfahrwerk. Aber ich weiß nicht, ob das im Rennauto war. Rennauto war das. Okay. Und was kostet der jetzt? Die Schätzung 150.000 ungefähr. Und die Preise, HK Engineering, wir haben geguckt, die bietet sowas an bei 150.000. Und wir haben Anfrage gemacht, die eine macht Nachbau auch, die
die sagt, die volle Restitution mit Nachbau 250, sowas. Okay. Und das heißt, die Tür wurde ja auch verbreitert, ne? Ja, die hat Türverbreitung. Also das heißt, geht von hier schon los? Ja. Und interessant, die war mit Rücksichtsbank. Die Rennfahrzeug, originale Rennfahrzeug, die war mit Rücksichtsbank. Verstehe ich auch nicht für was. Man muss ja, wenn man nach dem Sieg, muss man ja auch alle einladen, nach Hause fahren. Genau, und dann mit Flasche Champagner eine Runde machen. Natürlich, was man nicht verstehen kann, warum Holzapplikationen auch dabei waren. Ja. Warum? Ja, genau. Ja, wofür? Ich glaube einfach, weil Mercedes so eine eigene Philosophie hat und einfach das auch durchzieht. Weil die rauszunehmen, bringt ja jetzt auch nichts. Wenn das drin ist, ist es doch drin. Für die Klasse einfach drin gelassen. Eher für den Stil. Okay, dann schauen wir Bilder von damals, ja, von Rennsport. Dann, wir haben auf dem Tisch die alte Magazine. Von dem? Von dem, genau. Die Fahrzeug steht im Pit Lane und Leute mit Hemd und Jeans machen. Die versuchen das Auto. Ich kann mir das richtig vorstellen. So. Wir fahren jetzt ein Rennen. Was fahren wir? Wir fahren ein Rennen. Kann ich mich noch umziehen? Nein, komm, wir fahren einfach los. Komm. Wir brauchen einen Überrollkäfig. Ja, schraub das mal rein. Wir fahren jetzt los. Ganz interessant. Hier bei Bratke sitzt Sohn Schickedanz. Das ist Sohn vom Fahrer. Ach was? Ja. Okay. Ja gut, wir schwingen uns mal rein, ne? Ja, machen wir, auf jeden Fall. Bist du in Stimmung? Ja, voll. Hallo, Rot und Mercedes. Geht Vorlöscher schon mal da. So. In der handlichen Form. Also das originale Auto war, soweit ich weiß, ein Schalter und hatte 6,8 Liter. Jetzt haben wir hier keinen 6,8er drin. Und die Jungs meinten aber, das hört sich trotzdem wild an. Oh. Alleine so ein großes Auto. Guck wie viel Innenraum hier ist. Allein so ein großes Auto. Mit der Familie verreisen, ne? Genau. Geil, ey. Allein die Haube, ne? Ja, also die Haube, dann guck mal in der Spiegelung. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so ein Auto mal fahre. Ich finde das Auto schon wirklich geil. Seitdem ich irgendwie so ein kleiner Junge bin, wusste man, es gab so einen Mercedes-Rennwagen mit so bunten Aufklebern, der war rot. Und dann gab es immer so Bilder, wie der auf drei Rädern noch die Kurve fährt. Mach mal ein Bild rein. Weil eigentlich, wenn du alle Bilder von diesem Auto siehst, ist es immer auf drei Rädern. Mhm. Weil der kann muss man sich schwer vorstellen bei der Größe. Richtig, oder? Der muss wohl so krasse Stabis gehabt haben. Und dann fetzte das Ding durch die Kurve durch. Aber was ich geil finde, ist dieser klassische Mercedes-Innenraum aus den 70er Jahren. Und dann hast du so ein Lenkrad. Boah, ist das krass. Ja. Drehzahlmesser hier. Das ist wirklich alles originalgetreu nachgebaut. Hör mal. Bremskraftverstärker oder so hat er nicht? Nee, doch. Der fährt jetzt so, wenn die Sitze nicht so krass modern wären, fährt er sich eigentlich wie eine Limousine. Ja. Klingt auch gar nicht aber so hart. Meinst du, die Sitze sind... Nein, die Sitze sind neu. Das ist auch nicht originalgetreu. Die gab es nicht so, meinst du? Nein. Also chillige Hocker wäre irgendwie geiler. Aber für ein Spielauto ist es schon sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Drehmoment, ne? Ich gebe noch kein Gas, ne? Weil der noch nicht ganz warm ist. Merkt schon ein bisschen. Aber damit sind die damals Rennen gefahren. Wir machen mal Bilder rein, wie die damals gepeitscht sind, die Jungs bei Mercedes. Genau, da war das nämlich gemerkt. Die wollten einfach mal probieren bei AMG. Also Jungs, wirklich, das ist hier der Anfang von AMG. Das war der Grund, warum ich Auto zeigen wollte. Durch ist kein Originalauto, weil das originale Auto halt verschollen ist. Aber alle feiern AMG und so sieht das aus. Und das ist wirklich eine der Ursprungsfahrzeuge von AMG. Ja. Dieser Style auf jeden Fall und das Auto so. Und langsam ist was anderes. Aber einfach diesen Mercedes-Flair bei diesen alten Youngtimer und Oldtimer, das ist einfach so geil. Ne? Das ist halt geil, plus wie Mercedes auch heute immer noch ist. Du hast ja bei einem Mercedes nie das Gefühl, dass du mega schnell bist, weil die Motoren nicht wie bei so einem BMW so hoch drehen. Und immer dieses leicht untertourige, weil das Auto ist nämlich nicht langsam, aber hör mal. Du hast das Gefühl, dass der Motor gerade mal so aus dem Keller rausdümpelt. Ja. Der ist schon herbe.
schon eher sowas. Auch zu wissen, wie es von außen aussieht. Ne? Wie lang ist das Auto? Was willst du schätzen? Ich glaube, das ist jetzt gerade mal 6 Meter? Ja, wir steigen gleich mal aus und gucken mal eben von draußen. Wir müssen auf jeden Fall noch einen kleinen Mini-Separat-Porn machen, ja, oder? Mini, Mini. Ja. Mini. Weil wir haben schon eine Porn-Party gerade gehabt. Ja, das war. Und die machen durch. Fährt komplett normal, also fährt sogar sportlich, muss ich echt sagen. Dieses Wackeln. Ne? Ja, was ist das? Dieses Pump, ist das? Das könnte eine Nockenwelle sein. Nockenwelle? Also wir haben einen wir haben einen unrunden Leerlauf, aber das ist auch so sehr, sehr racy. Ja, das ist total geil. Aber ich will gar nicht wissen, was das Ding wiegt. Damit quer ist, glaube ich, nicht so lustig. Ne? Aber die sind mit so einem Auto wirklich volles Rohr quer gefahren. Und ich feiere ja diese ganzen alten Porsche-Geschichten, die ganzen alten BMW-Rennwagen. Und Mercedes denkt einfach nur so, fuck this. Was? Hauptsache dem Fahrer geht's gut. Das ist schon krass. Aber wirklich so geil vom Style. Zu der Zeit waren die BMWs und die ganzen anderen Herren. Mercedes hatte auch Sportwagen zu der Zeit, klar. Aber das Rennteam damals, AMG, oder ich glaube, die hießen sogar auch original AMG damals, hat sich gedacht, komm, wir nehmen einmal dieses dicke Ding, weil fetter Motor drin ist, und bauen das um zu einem sportlichen Wagen. Und deswegen auch die rote Sau, weil das Ding wirklich fuhr wie eine Sau. Aber auch mit dem Automatikgetriebe, ich kann mir das absolut... Nein, Schalter. Als Schalter, ja. Ja, ja, ich denke schon. Aber auch so vom Fahrwerk und so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das mal Rennen gefahren ist. Ja. Naja, Radstand ist ja eigentlich immer ganz gut. Eigentlich ist es gut, aber das Ding schmeißt sich bestimmt richtig weg. Ach, ist das geil. Aber das sieht wirklich gut an. Krass, ja. Und das ist auch eine echte Fehlzündung mal nebenbei für die AMG-Fahrer. Ne? Einmal nach hinten. Also keine Fehlzündung. Warte. Allein das, dass ich nicht geplant rümpelpömpelt machen kann, sondern genau. Kommt jetzt nicht. Aber wie laufruhig. Okay. Wie laufruhig. Zumindest konnte ich euch heute mal so ein Auto näher bringen. Ja. Mit Überrollkäfig. Selbst bist du was auch noch nie gefahren, oder? Nein. Nee. Genau. Also das ist halt das Geile. Du kannst, wenn du einfach im Garage stehen bleibst, wird das Auto einfach ohne Schaltvorgang immer schneller und schneller. Ist logisch. Ja, könnte auch Crema 2020 sein. Umso länger man im Garage steht, wird der Wagen schneller und schneller. Aber das ist nicht bei jedem Auto so. Richtig. Aber bei dem ist es halt gleichmäßig. Ne? Genau, es ist kein Schaltvorgang. Genau, er wird aber gleichmäßig schnell. Jetzt geht's anders zu sagen, pass auf. Ui. Oh, hola. Warte mal. Was hast du jetzt gemacht? Jetzt so geht's. Ja. Ja, ist schon geil. Das ist krass. Aber das mit TÜV so und H-Kennzeichen. Für jeden Tag immer. Ey. Okay, nicht im Winter. So, Boss. Ja. Und vor allen Dingen haben ja auch alle Platz, ne? Und der Käfig stört ja auch keinen. Der Käfig geht ja vorne weg. Kannst ja, Leute können immer noch sitzen. Ja. Wir gucken jetzt einmal von außen. Die Werbung. H.E. Sieger Briefmarken. Ja. Gibt's ja heute auch noch. Aber ganz ehrlich, die haben, glaube ich, den besten Werbedeal ihres Lebens gemacht. Das hat doch damals auf dem Auto nicht mehr als 1000 Mark gekostet, die Werbung drauf zu machen. Ey, das Ding sieht so krass aus. Echt, es ist einfach ein verdammt schönes Auto. Auch die Verbreiterung, wie die rauskommen, ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Radreifenkombination, wie die Räder drin stehen, das ist ein echt wunderschönes Auto. Ja. So, und da wir jetzt nicht viel mehr damit fahren können, machen wir jetzt nur eine kleine Runde Porn. Und heute war das Video ein bisschen kürzer. Aber auch okay. Ich wollte gerade sagen, also auch mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen was anderes. Was ganz anderes. Was zum Liebhaben. Ja. Was Rotes. Ne, Nobby? So sieht's aus. Also ich finde, du solltest ein bisschen Rot mit reinbringen. Bisschen Rot? In dem, also vom Stil. Also alles Rot. Genau. Oh.
Wir wissen ja, dass der falsche Motor drin ist. Das müssten 450er sein. Aber was für mich gerade sehr interessant ist, sind folgende Sachen. Und zwar die Fuel Rail, die hier drüber sein müsste, über den Einspritzdüsen. Ne? Das ist einfach mit Gummischläuchen auf die Einspritzdüse, was ja auch funktioniert an sich. Mhm. Und dann aus dem Metallrohr der Sprit runter. Normalerweise ist das immer gesteckt mit so einem Dichtring, so ein komplettes Metallteil. Und dazu kommt, seht ihr, dass die Reihenfolge der Düsen gar nicht gleichmäßig ist? Sondern die hinteren beiden Bänke sind viel näher beieinander als die vorderen beiden Bänke. Ne, die beiden Düsen im Vergleich zu den beiden Düsen. Ach ja. Das finde ich an sich ganz interessant. Dann war beim originalen 6.8er Motor, das weiß ich noch, weil da waren hier die beiden, also waren Doppeldrosselklappen und die gingen so zur Seite weg. Und die originale Motorleistung, muss man sich wirklich mal vor Augen halten, die originale Motorleistung war im Raum von 400 PS. Und mega viel Drehmoment, 600? Weiß ich nicht, aber 400 PS. Leute, das ist zur damaligen Zeit mit den 17 Zoll Pöllern und leergeräumt, das ging wirklich sehr, sehr stramm vorwärts. Auch was interessant zu sehen ist, ist, dass damals die Technologie gar nicht, so verrückt, das ist so simpel, aber der Stoßdämpfer, schaut mal bitte, wie tief der Dom sitzt. Es gibt ja eigentlich keine technische Erklärung wirklich, warum der Dämpfer so kurz gebaut ist. Siehst du das? Heutzutage wäre ein Dom immer hier. Richtig, ja. Um Federweg zu generieren, um Komfort, um Ausfederweg zu generieren. Nein, damals war der Dämpfer hier und ist ja hier angeschraubt. Und der ist ja da schon wieder vorbei. Das heißt, die ganze Dämpferlänge ist ungefähr so lang. Heutzutage ist ein Vorderachsdämpfer so lang. Ja. Ja, es ist halt einfach coole, geile Technik. Und ich würde auch gerne von euch wissen, ob wir sowas, ihr sagt sowieso ja, ob wir sowas mal machen sollen. Hä? Dann brauchen wir ein Modell. Modell, was wir machen sollen. 190er. Ja? Aber hattest du schon mal vor? Ja. Schon mal einen 190er machen? 190er, obwohl 190er ist ja schon wieder eine Generation frischer als das von der Technik. Oder sowas ganz Altes, Cooles machen. Fände ich auch geil. So, jetzt nochmal weiter im Porn. Ja. Und jetzt endlich wirklich tschüss. Ich nerv auch schon, ey. Oh, 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 oh